Ja, hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Buchvorstellung. Diesmal soll es um das Bauhaus gehen. Es geht also um Kulturgeschichte. Das Bauhaus war ja vielleicht die bedeutendste Architektur-, Grafik- und Designschule des 20. Jahrhunderts. Die Ideen, die Konzepte, die dort entwickelt wurden, haben die Moderne geprägt. Oder das, was wir unter modern verstehen, ist ganz stark durch das geprägt, was damals an dieser Bauhausschule entwickelt wurde. Und diese Schule ist damals 1919 gegründet worden, direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Und die Erfahrung der Katastrophe dieses Krieges spielt eine ganz, ganz große Rolle für den Gründer Walter Gropius, aber auch für viele Lehrer, die dort an dieser Schule tätig waren. Man wollte dort nicht einfach nur Architekten, Grafiker und Designer nach einer neuen Idee, nach einem neuen Konzept ausbilden, sondern man wollte auch Anteil nehmen an der Gestaltung einer neuen Gesellschaft. Man wollte eine Gesellschaft mitgestalten, die demokratischer ist, die friedvoller ist, die mehr Gleichberechtigung, verspricht und vor allen Dingen mehr Internationalität, grenzüberschreitend, verbindend auch sein sollte. Und diese politische Idee sollte sich im Design, in der Architektur, in Grafik auch widerspiegeln. Und Grafik, Design, Architektur sollte diese politischen und sozialen Ideen mit befördern. Das ist das Interessante eigentlich an diesem Bauhaus. Und das interessiert mich vor allen Dingen an dieser Bauhausgeschichte. Ja, 1919 wurde das Bauhaus in Weimar gegründet. Es hat nicht viel Zeit gehabt, die Ideen, seine Ideen umzusetzen oder zu entwickeln. Das Bauhaus bestand nur von 1919 bis 1933. Es musste schließen mit Aufkommen des Nationalsozialismus. Die Ideen des Bauhauses galten dann damals nicht mehr als deutsch genug und wurden so unter dem Oberbegriff entartete Kunst auch zusammengefasst. Das Thema macht mir dann das Bauhaus nochmal wieder interessanter. Die Geschichte dieses Bauhauses auch aus dieser Perspektive dann mal zu betrachten. Ja, gegründet wurde das Bauhaus von Walter Gropius und empfehlen möchte ich eben diese Biografie von Walter Gropius über Walter Gropius von Winfried Nerdinger. Und Winfried Nerdinger hat dieser Biografie den Untertitel gegeben, Architekt der Moderne, was also das Ganze nochmal deutlich hervorhebt, dass es eben auch Gropius nicht nur darum ging, ein anderes Design für Häuser, für Gebäude zu entwickeln, sondern dass es hier auch um Gesellschaft ging, um soziale Beziehungen zwischen den Menschen, um Dialog und solche Themen. Bei dieser Bauhausbewegung ist auch nicht immer nur Positives herausgekommen, auch Negatives. Auch das erklärt die Biografie über Walter Gropius, wie es eigentlich dazu kommen konnte. Ja, diese Biografie ist sehr gut geschrieben, sehr gut lesbar geschrieben. Und man hat wirklich ein umfassendes, kompaktes Werk, ein wichtiges Werk zu diesem Thema. Winfried Nerdinger, der Autor, ist oder war Professor für Architekturgeschichte an der Universität München. Er gilt als international, als Kenner der Bauhausbewegung und auch als Spezialist eigentlich oder Experte für Walter Gropius. Ja, und Winfried Nerdinger hat auch noch ein zweites Buch, er hat ja viel veröffentlicht, aber dieses zweite Buch möchte ich dann noch empfehlen, ein schmales Taschenbuch. Also wer kompakt, sehr kompakt auch hier einen guten Überblick über die Geschichte des gesamten Bauhauses bekommen möchte, dem möchte ich dieses Buch empfehlen. Es ist preiswert und vermittelt sehr viel Wissen. In diesem Taschenbuch wird vor allen Dingen dargestellt, woher kommen eigentlich die Ideen des Bauhauses? Da gibt es ja auch noch eine Vorgeschichte. Da gibt es die Lebensreformbewegung des 19. Jahrhunderts. Es gibt den Werkbund, die Werkbundbewegung, ne? Also das wird eben auch dort dargestellt. Woher kommt das und wie verbinden sich diese Ideen dann zu dem, was dann hinterher vor allen Dingen durch das Bauhaus vorangebracht wurde und vor allen Dingen vertreten wurde? Interessant ist das Bauhaus auch nochmal, weil hier damals wirklich ganz bedeutende Künstler und Denker zusammenkamen.
wie man es vielleicht nur ganz selten hat. Also Walter Gropius, später die Direktoren Hannes Meyer, Oskar Schlemmer, Mies van der Rohe, Kandinsky als Maler und auch Paul Klee als Maler. Also es kommen ganz viele interessante Leute dort an dieser Schule zusammen und es ist eigentlich ein Mindstorm, sagt man im Englischen, also ein Sturm, ein Geistessturm, der sich dort entfalten konnte. In jeder Hinsicht muss man sagen, es gab an dieser Schule auch ganz viel Streiterei und Auseinandersetzungen zwischen den Lehrern untereinander, ganz viel Neid und Missgunst, Konkurrenz. Und auch das wird in diesem kleinen Taschenbuch sehr schön geschildert. Und es wird aber auch dargestellt in diesem Buch, in dieser Biografie über Walter Gropius. Also wer sich mit dem Bauhaus beschäftigen möchte und auch mit Gesellschaftsgeschichte, auch mit unserer Zeit auseinandersetzen möchte, denn unsere Zeit ist durch solche Ideen, die an solchen Orten entstanden sind, ganz entscheidend mitgeprägt worden, dem möchte ich also diese beiden Bücher von Winfried Nerdinger empfehlen, dieses Taschenbuch und diese Biografie. Ja, schreibt mir vielleicht mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob euch das interessiert. Das würde mich wieder interessieren. Ja, ich sage dann einfach mal bis bald, bis zur nächsten Buchempfehlung. Tschüss, euer Rolf.